Moin moin und herzlich willkommen im Dschungel. Welcome to the Jungle. Ja, zu Let's Play Digimon World 1 mit eurem Let's Player Dengoku Senpai. Beim letzten Mal haben wir die Banditen besiegt und Greymon frisst gerade meinen Kopf auf. Wie ihr seht, läuft die Zeit richtig lahmarschig im Dinoland. Das heißt, hier läuft die Zeit nämlich nur halb so schnell wie normal. Das heißt, wenn man sein Digimon jetzt, wenn es 13 Jahre alt ist und man möchte unbedingt, dass es digitiert, man muss ein bestimmtes Gewicht erreichen, dann kann man es jetzt hier im Dinoland so schnell wie möglich füttern, damit es dieses Gewicht noch erreicht. Und ja, das ist halt sinnvoll und so. Wer bist du? Hier darf keiner rumstöbern. Keine Angst, wir wollen nur die Insel retten. Ich traue dir nicht, Sia. Warte doch mal. Okay, müssen wir kämpfen gegen Tyrannomon. Tyrannomon ist eins der schlechtesten Digimon, die man kriegen kann. Ich glaube, man kann mit dem überhaupt nichts digitieren lassen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Oh, eine Technik, die wir lernen können, glaube ich. Huhu. Oh, das Vieh ist ganz schön stark. Oh, eine Boost-Attacke. Ich liebe Boost-Attacken. Oh, fuck. Bam. Dun, 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 dun. Oh, fuck. Das ist Hechtsprung und Hechtsprung ist geil. Ich hoffe, ich kann die lernen. Vergiss es. Nicht immer heilen, stärken hier. Autsch. Es hat mir in die Klöten getreten. Fuku. Jawohl, es ist verwirrt. Unsere Chance. Attacke. Darum ist das geil, weil der macht jetzt einfach Hechtsprung in irgendeine Ecke und uns trifft er damit halt nicht. Yay. Oh, ich weiß gar nicht, können wir die Attacke lernen? Los, Attacke! Autsch, autsch. Oh, ich habe solche Geldnöte im Moment, das ist so unglaublich. Ich muss irgendwie gucken, dass ich so schnell wie möglich an mehr Kohle komme. Ist ja nicht so einfach im Moment. Erst später wird das einfacher. Autsch. Alter. Attacke. Greymon. Vergiss es. Oh, es ist down. Down. Wir haben gewonnen. Oh yeah. Yes, sir. LE-Chip. Yay, hab ich doch gesagt. Wir verlieren einen und kriegen gleich einen neuen. Einen Strich für den Kampf habe ich schon gemacht. Bist du zufällig? Sag ich dir doch. Tut mir leid, wir bekommen so selten Besuch. Meine neue Arbeit ist so toll. Arbeit? Ich bewache das Dinoland, eine unerforschte Region. Zeigst du sie mir? Das alte Dinoland besteht aus zwei Gebieten. Wir leben in der Eiszeitzone. Da vergeht die Zeit viel langsamer. Die Zeit vergeht langsamer? Das andere Gebiet heißt Zeitrafferzone. Sie ist gefährlich und liegt weiter weg als die Eiszeitzone. Gefährlich ist es dort, weil die Zeit so schnell vergeht. Das Land ist kahl. Überall nur Knochen und Fossilien. Weil dort mehr Zeit vergeht als anderswo? Weil dort mehr Zeit vergeht als anderswo. Genau, da geh bloß nicht hin. Da ich dir den Weg versperre, kommst du nicht dorthin. Du hast aber verloren. Ich hatte Pech, das passiert mir nur selten. Stimmt das? Ich muss nach Hause, fragt die andere Digimon, wenn du etwas erfahren, wissen willst. Jo, hier im Dinoland bekommen wir übrigens auch die Information, dass ein Digimon weggegangen ist, um, einen Laden zu führen oder so, was eine sehr wichtige Information ist, weil, für die Leute, die es dann nicht wissen vorher, ich wusste es ja vorher, so kann man herausfinden, dass Monochromon einen Shop aufgemacht hat. So, jetzt muss ich mal eben kurz einen Automaten suchen. Automaten. So, hallo. Ein Münzautomat. Yay, was mag da wohl rauskommen? Nicht 200. Ja, ich versuch's. Fleisch gezogen. Ist das jetzt schon vergammelt? Nee. Moment, das ist aber schlecht jetzt. Kleine Heide ist gezogen. Steak gezogen. Ich muss etwas wegwerfen. Ja, für ein Steak auf jeden Fall. Ja, das kann weg. Yo. Was haben wir ja? Gammelfleisch. Ja, genau das wollte ich nämlich.
sättigt Digimon etwas. Ja, das ist eigentlich ein ganz böses Zeug, weil es mein Digimon krank macht. Aber ein krankes Digimon bringt mir eine ganz tolle Sache. Das werde ich euch noch zeigen, was genau. Aber ich glaube, das zählt als Pflegefehler, deswegen... Obwohl, einen Pflegefehler dürfen wir uns ja leisten. Hier beginnt die Zeitrefferzone, tritt bloß nicht weiter. Ich habe zwei Ziele, die Gefahr aufzuspüren, die der Insel droht, und Digimon in die Stadt zu holen. Ja und? Hilfst du mir? Ach, vergiss es. Nee, hilfst du mir? Ach, vergiss es. Geht nicht, ich muss den Wald bewachen. Weißt du denn etwas über die Gefahr? Nein, oder doch? Vor kurzem ist ein großer Felsen aus dem Himmel gefallen. Wo ist er denn gelandet? In der Zeitrefferzone, am anderen Ende des Waldes. Lass mich durch, vielleicht entdecke ich dort Hinweise. Wenn du darauf bestehst, dann schau ihm nach. Gut, dankeschön. Von hier an vergeht die Zeit doppelt so schnell. Nimm genug zu essen mit. Achte auf dein Alter. Jo, alles klar, dankeschön. Ich weiß natürlich, wie wir hier vorankommen. Von daher werden wir hier ziemlich schnell fertig sein. Das ist ja eine ganz andere Zeitzone. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss Meteoriten suchen. Ja, ich weiß ja schon, wo der Meteorit ist. Ich könnte jetzt gegen dieses hier antreten. Muss ich jetzt sogar, scheiße. Saberdramon. Das hat nämlich eine Technik, die ich haben will, und zwar den Bannenstrahl. Ich verstehe auch nicht, warum ich den immer noch nicht habe. Okay, ich muss einen Strich machen. Dum, dum, dum. Ja, genau, toll, super. Hat nur 800, guck dir das an, das Vieh hat nichts drauf. Nichts als eine große Klappe. Wenn ich da mal angreifen würde, dann wäre das natürlich super. Aber irgendwie hat sich ja mein Digimon überlebt. Oh, fick dich doch. Mach mal lieber Bannstrahl, du Kackvogelfieh. Ich will die Technik haben. Boah, ich komme überhaupt nicht zum Angreifen. Man kann auch angreifen, Greymon, ne? Wenn das mal nicht so... Oh, fuck. Attacke. Bats. Und erledigt. Yay. Drecksvieh. Hat nicht Bannenstrahl benutzt, das heißt, wir kriegen keine neue Technik. Scheiße. Scheiße. Mann, ich will den Bannenstrahl haben. Jetzt hau ab. Geh weg. So. Ja, die Zeit rennt hier echt, das ist unglaublich. Und hier ist so eine Stelle, die habe ich damals nicht kapiert. Und zwar muss man hier hin, hier links laufen. Und dann da hinten um die Ecke links abbiegen direkt, weil man sonst nicht in den Meteoriten... Hier, links lang. Weil sonst kommt man nicht in den Bereich, wo man den Meteoriten findet. Wie jetzt zum Beispiel. Oder? Doch, es ist offen, aber wir müssen kämpfen. Ja, ist in Ordnung. Einer von den beiden wird bestimmt Bannstrahl benutzen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist das jetzt auch mein Tod. Aber ich will diese scheiß Technik haben. Jo, genau. Aber sie treffen... Die töten sich gegenseitig, wie geil. Ich stehe auf sowas. Ach, wie süß. Genau, die kleine Technik trifft mich und die große nicht. Sehr schön. Das ist vollkommen in Ordnung. Autsch. Wir können ja auch gerne gegenseitig treffen, ne? Wie jetzt zum Beispiel. Fuck, ich habe noch 7 Heildisks. Das ist aber schlecht. Ich hoffe, ich komme damit hin. Ja, 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 ja. Scheiße, 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 scheiße. Das ist jetzt richtig... Ich meine, wir sind vollkommen geheilt gerade. Das müsste eigentlich relativ gut gehen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wenn wir Pech haben, dann gehe ich jetzt gleich drauf. Gehe ich flöten. Aber ich denke mal nicht. Wie viele haben wir nochmal? 7 Stück. Damit können wir uns... 500 teilt eine. 3500 Punkte heilen. Das heißt, zweimal komplett heilen. Mindestens. Das muss reichen. Es muss einfach reichen. Ich hoffe einfach mal. Hallo. Der Witz ist, ich muss hier zweimal hin. Das muss er sein. Ganz klar, ein Meteorit. Brech ihn auf und sieh nach. Los, mach ihn kaputt. Sieht wie ein ganz normaler Meteorit aus.
Ich sehe halt ganz normal aus. Wahnsinn! Du bist ein Digimon. Wie heißt du denn? Ich bin Insekimon. Weißt du, in welcher Gefahr die Insel schwebt? Nein, ich weiß gar nichts. Wirklich nicht? Bist du auch ehrlich? Wie unhöflich. Dann tragen wir eben einen Kampf aus. Mal sehen, wer recht hat. Na gut, kämpfen wir. Ja, genau. Du musst ja nicht kämpfen. Du musst ja nur dein Greymon machen, du Kacklappen. So, wir haben jetzt fast 20 Kämpfe erreicht. Das heißt, wir brauchen nur noch 10 Kämpfe bis zur großen Entwicklung. Abgewehrt, sauber. So will ich das sehen, Greymon. Oh, das könnte sogar richtig gut gehen jetzt gerade. Oh, das ist eine böse Technik. Ich glaube, die können wir aber auch lernen. Oh, fuck. Ich hasse es. Das ist schlecht. Eine Wegdisk haben wir auch noch zur Not. Oh, die Zeit läuft ab. Ich schmeiß mal einfach ein paar kleine Heldisk drauf. Fuck. Abwehren. Wehr doch mal ab, du blödes Mistvieh, Mann. Ja, lass dich ruhig treffen. Mein Gott. Greif doch wenigstens an. Jawohl, aufgehalten. Weiter so. Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung, Greymon. Ah, aber so nicht. Das hat keinen Sinn, wenn du dich treffen lässt. Oh, krasse Kacke. Das hat's nicht gebracht. Autsch! Das hat wehgetan! Mistvieh! Friss das! Komm, greif an, Greymon! Und lass dich doch nicht schlagen! Du bist doch zum Kacken zu blöd. So, schnell, 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 come on, 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 come on! Jawohl, voll! Mega Flamme! Das war guter Damage. Guter Schaden. Autsch. Komm schon, Greymon. Das sind noch 3 Angriffe, die du machen musst. 2 noch. Komm, noch 2. Dann hast du es geschafft. Los! Ein Angriff noch. Oh, Greymon! Los! Jawohl! Oh mein Gott! Puh! Sehr gut. Ja, Sir! Ein LE-Chip. Ich sage ja, wir kriegen LE-Chips ohne Ende. Ich gebe auf! Du bist zu stark! Sag mir alles, was du über die Gefahr für die Insel weißt. Ich bin gerade erst geschlüpft und weiß überhaupt nichts. Wie? Wir vom Stamm der Meteoriten werden im All geboren und landen auf der Erde. Dann schlafen wir lange. Eigentlich hätte ich noch länger schlafen sollen. Die Zeit vergeht hier schnell. Das mag sein. Na, ich schaue mir mal die Insel an. Viel Glück. Wir haben keine Hinweise gefunden. Da nichts wie weg. Aber erst will ich noch den Chip haben. Und du hast Hunger, das finde ich sehr geil. So, kriegst beide Fleischstücken jetzt. Nom 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 nom. Nein, du bist nicht satt. Du willst noch einen. Greymon, du hast Hunger. Los, friss. Ich muss sowieso anfangen, langsam. Das ist natürlich clever, das jetzt hier zu machen. 14. Oh, das reicht noch lange nicht aus. So, jetzt nichts wie weg hier. Schnell wieder zu... Oh, wir dürfen jetzt in keinen Kampf verwickelt werden. Ohne Scheiß. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Wir müssen da jetzt aber nochmal rein gleich, weil wir noch etwas Bestimmtes wollen. Und zwar ein bestimmtes Item, was unser Inventar ein wenig vergrößert, dass wir mehr Items mitschleppen können. Aber haben wir nicht mehr diese kleine Begrenzung, sondern können wesentlich mehr bei uns tragen. Du bewegst dich, ne? Kämpf nicht! Oh Gott. Ich will nicht kämpfen. Greymon, willst du nicht langsam mal schlafen? So ein bisschen schlafen? Heia Mamba, heia Mamba, was ist das denn, was ist das denn? Scheint der Meteorit zu sein. Hab keine Angst. Mehr weiß ich leider nicht. Trotzdem vielen Dank. Das gibt's doch nicht. Oh oh.
Da ist ein Glückspilz, seht ihr den? Du tauge nichts. Ja, es tut mir leid. Ich kann nicht fassen, dass du immer noch da bist. Was? Herr? Wer ist das denn? Aber wer bewacht da das alte Dinoland? Die Lage der Insel ist sehr ernst hier in die Stadt und hilft den anderen. Ja, wo ist er? Bist du sicher? Er ist so jung, kann aber hart arbeiten. Ich werde hier Wache halten. Herr. So sieht's aus, Dengo. Darf ich in die Stadt kommen? Gerne, aber dort wartet Arbeit. Prima, auf Wiedersehen, Herr. Bis dann. Tschüss. Tyrannomon zieht in die Stadt. Yay! Was wird er wohl in der Stadt tun? So, jetzt erstmal den Pilz da. Danke. Und wieder zurück ins Nicht-Dinoland. Doch, ich muss jetzt rein. Wenn ich jetzt wann dann? Ich meine, wir haben jetzt 15, 16 Minuten fast erreicht. Und ich möchte das gerne jetzt erledigen, wenn wir schon mal hier sind. Und weg. Haha, scheiß Vieh. So, ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich da, das blöde Vieh, sonst kacke ich ins Klo. Es nennt sich nämlich Nanimon. Nanimon ist ein komisches Kackvogel-Digimon, was sich in der Serie die ganze Zeit besoffen hat. Na? Bring ich ihn da jetzt fest? Es will schlafen. Jo, mach du mal heier. Wisst ihr was, dann beenden wir jetzt den Part doch an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Digimon World 1. Haus rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.